Strandurlaub ohne Corona-Sorgen, das verspricht Montenegro. Der Westbalkanstaat hat kürzlich erklärt, es gebe keine Corona-Fälle mehr im Land. Ein Erfolg, mit dem Montenegro wieder Touristen anlocken möchte. Wichtig ist, dass wir seit einiger Zeit keine neuen Corona-Fälle mehr hatten. Und das macht uns schon bald zu einem Corona-freien Land, in dem sich die Menschen sicher fühlen können. Die Küstenstadt Kotor. Touristen gibt es hier keine. Allerdings gab es in Kotor bisher noch keinen einzigen bekannten Corona-Fall. Die pittoreske Stadt an der Adria will damit nun Besucher anlocken. Wir können jetzt schon über Montenegro als Corona-freies Reiseziel sprechen und besonders über Kotor, denn Kotor hat noch keinen Fall. Kotor ist also Corona-frei. Wir können nicht sagen, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn es um den Tourismusmarkt geht. Aber es ist definitiv etwas, das den Menschen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Zunächst einmal suchen Sie jetzt nach Reisezielen, die sicher sind. Zwar rechnet die Branche dennoch mit Einbußen in dieser Saison, doch besteht nun die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm kommen könnte wie befürchtet. Montenegro will Anfang Juni seine Grenzen öffnen, in der Hoffnung, dass das Land auch Corona-frei bleibt.